Aber ich schwitze wie sonst was noch. Ich sollte mich, glaube ich, gleich noch mal kurz abkühlen. Nach dieser Mission mache ich das. Geht es dir wirklich gut, Murasaki? Du bist ziemlich aus der Puste. Wenn du etwas verschnaufen willst, dann geh doch rüber zum Tierhof. Temenos. Vielleicht daneben ist ein... Ich hab gerade Angst, dass das, ich sag, du produziert habe, runterkracht. Ich glaube, es tröppelt nur. Vielleicht daneben ist ein stilles Plätzchen, an das ich mich manchmal zurückziehe, wenn ich Ruhe brauche. Was essen Autos am liebsten? Mehr Parkplätze. Man hat dort das Gefühl, ganz alleine inmitten des Himmels zu stehen. Und seine trüben Gedanken kann man dem Wind anvertrauen, damit er sie davonträgt. Den Kristallexarchen habe ich auch schon dort gesehen. Vielleicht gefällt es ihm da genauso gut wie mir. Diese Hitze. Morgen wird's heißer und am Freitag soll es auch so sein, aber am Freitag ist es uns egal. Ganz ehrlich, am Freitag habe ich was anderes und ich wünschte, dass Fire Emblem sogar morgen schon geliefert wird. Ich wünschte, es wäre so. Kann ich aber nicht drauf hoffen. Ich bin leider so ein Amazon-Treuer. Sollte man wirklich da kaufen, wo man es auch wirklich manchmal Tage vorher bekommt. Hätte ich eine bessere Grafikkarte, würde ich... Ohne Scheiß, ich würde auf dem PC weiterspielen. Oh. あんな気のいい連中は真実を知れば悩み苦しむだろう。知らないままで済むのならその方がいいか。はっきり言って 状況は最悪だ。今回ばかりはどこを探しても救いなんてないかもしれない。ただしそれは窮地であって敗北じゃない。お前はまだ負けていない。違うか？ にもこんな不思議と萎えた気持ちで空を眺めてたことがある。自分たちのやったことが
光の氾濫につながると知って、現象世界に向かうために命を絶った時だ。 あっちでお前たちと戦って負けて、ついえかけた願いを光の巫女が拾ってくれたから、俺たちの世界は完全消滅を逃れられた。それが救いだったのか、あるいはこんな風に残るより統合された方が幸せだったのか、 わからなかったんだ。だがコルシア島で巨大なタロースが立ち上がった時に思った。ああ、よかったんだってな。かつての俺たちは戦う役目を 最後まで自分たちだけで抱え込んだ。それがみんなのためだと思ってた。だからあんな人が一丸になって道を開く様だけは見ることがなかったんだ。眩しかった。 ただ胸が詰まって言葉なんて出やしないんだ。こんな世界でまだ生きたがってる奴らがいる。それが手を取り合って天にまで這い上がろうとしてる。だったら絶対に間違っていなかった。 この世界をこんな未来につないだことを俺はやっと誇れる。拳だ拳、いいからぶつけてみろ。 前に部屋で起きたことは偶然じゃなかったんだ。俺はもう世界を救うことはできないが、何の因果かお前にだけは干渉できるらしい。こうして喋ることもできてたんだ。予感はあった。だが 俺は光の反乱を起こした男だ。どんな理由があったとしても、それを否定することはできない。だから何かをすればまた間違うんじゃないかと、自分の選択が信じられなくて踏み出すことから逃げていた。それでも俺たちの選択が間違いだけではなかったのだと お前たちが証明してくれたから、今なら誓うことができる。この魂をお前にかけよう。わずかでもまだできることがあるはずだ。 お前が世界の敵になりそうだったら止めてやるし、お前が進もうとするなら背中くらいは押してやる。だから思うように進めよ、英雄。
配してきてみれば、一人で笑っているなんてどういうこと？私の若木は不思議な若木ね。まったく、ひどいありさまだわ。エーテルはぐちゃぐちゃで、真ん中にある魂もひびが入って継ぎはぎだらけ。ねえ、かわいそうなあなた、これからどうするつもりなの？妖精王になれば、人との関わりを断って城の中に隠れていられる。何も解決はしないけれど、別にいいじゃない。誰かがあなたを倒そうとしに来ても、妖精のみんなで守ってあげるわ。それをあなたが望むなら、王冠や杖を譲るけれど、どう？なんて、知ってるわ。私の若木ったら、とても釣れない人なのよ。私の提案なんて、これっぽっちも聞く気がないのだわ。それに、そんな結末には私の愛した美しさもない。ねえ、私のかわいいかわいい若木、あなたは今迷い地の中、これから進むべき方向を決めなければならないわ。そんな時、人は先を見通そうとする。だから私たちは、意地悪な霧や幻惑でもっと迷わせるの。それを破る方法はね、一度立ち止まること。そしてどこへ行くべきかではなく、自分が今どこにいるのかを正しく知ることよ。水晶でできたケールム、影に隠した赤い目は、いつも優しくあなたを見ていた。その意味を知れば、あなたの知らないあなたのことも、今あなたが立つ場所も見えてくるかもしれないわ。幸い、ここは彼の庭。町の人に聞いて回れば、きっと糸口はつかめるでしょう。私は、あなたが何を選ぶか、楽しみにしながら見守っているわ。それじゃ、またね。Ui! Au!
Leben am Limit. Dich habe ich nicht so geschwind wieder hier erwartet. Du bist aber bestimmt nicht hier, um ein Amaro zu erborgen, oder? Der Kristallexarch, er war nicht oft im Tierhof, aber bisweilen hat er den Ausguck dort vorne erklommen und hat in die Wolken gespäht. Woran er dabei gedacht hat, kann ich dir nicht sagen. Er ist ein rätselhafter Mann, aber weise und voller Mitgefühl. Jeder wird dir bekunden, wie edelmütig er ist. Als Kristallium erbaut wurde, gestattete er allen, sich aus dem Turme zu nehmen, was das Herz begehrt. Geradezu geplündert wurde er. Nur eins hat er verboten. Niemand außer seiner selbst soll in dem Kristallturm residieren. Er wurde einst gefragt, warum? Und der Kristallexarch erwiderte mit einem Lächeln um seine Lippen. Weil der Turm eines Tages genauso plötzlich verschwinden könnte, wie er aufgetaucht ist. Finde ich interessant. Also der Turm, dieser Kristallturm, ist genau im selben Moment hier aufgetaucht, wie halt, wo wir den Kristallturm gemacht haben. Wisst ihr, wie gut das jetzt passt? Weil ich ja nach Stormblood erst den Kristallturm gemacht habe. Wie gut das passt. Ich bereue es, Schweigen gedrückt zu haben. Ich wollte wirklich was anderes. Aber egal. Ist halt so. Ich habe momentan das Gefühl, es wird wärmer. Alter, ich bin kaputt. Gibt es noch etwas, womit ich dir dienen kann? Was das zurückgekehrte Licht angeht, habe ich leider nichts Neues herausgefunden. Aufzeichnungen über die Kristallzeichen? Also wenn du dich für seinen Hintergrund interessierst, kann ich dir auch alles so erzählen. Keine 10 Jahre waren nach Belichtung vergangen, als der Kristallturm urplötzlich im Seenland erschien. Und schon bald wusste jeder, wer ihn gerufen hatte. Es war der Exarch. Damals hatten sich viele ins Seenland zurückgezogen, die ihre Heimat verlassen mussten. Bewohner der gefluteten Gebiete, von den Fertilian vertriebene oder solche, die aus dem zugrunde gegangenen Wogurt flohen. Wenn man sich den Turm näherte, aus Neugier oder in Hoffnung auf Rettung, hieß der Kristallzeichen willkommen. Und ich wusste schon die ganze Zeit, es kann nur Tia sein. Seinen Namen wollte er nicht nennen. Und als man begann, ihn König zu nennen, lehnte er auch das ab. Er sei eines adligen Titels nicht würdig, sagte er. Also gab man ihm einen neuen Titel, nach dem Turm und seiner Haut, die auf die gleiche Weise schimmerte. Doch sein Name blieb ein Geheimnis. Amaro Flugsteig. Das ist mir sonst so weit zum Laufen, wenn ich teleporte. Aber meine PlayStation hat wieder eine Stunde ausgehalten. Und es geht noch weiter. Und wenn es dunkel wird, mache ich die Fenster auch wieder auf. Aber ich habe das Gefühl, Fenster zu und es wird wärmer. Du kannst ja schon wieder laufen. Was denn? Willst du etwa die Memoiren des Kristallexarchen schreiben? Ich weiß gar nicht, was ich dir erzählen soll. Wir stellen nicht viele Fragen über ihn. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Von allen kennt Kommandantin Luna ihn am besten. Sie geht im Okular ein und aus. Armes Mädchen. Kurz nach ihrer Geburt kamen ihre Eltern bei einem Überfall der Sündvertilger ums Leben.
Der Xarch nahm sie unter seine Fittiche. Mal von ihren äußeren und offiziellen Anlässen abgesehen, sind sie wie Großvater und Enkel. Sie würde es niemals zeigen, aber dass er verschwunden ist, muss sie schwer mitgenommen haben. Falls du mit ihr sprechen möchtest, weißt du ja, wo du sie findest. Im Tor der Getreuen, wo sie ihren Dienst schiebt. Das ist im Seenland, weil ich sehe hier keinen Pfeil. Können wir auch hinfliegen. Du machst schon wieder Ausflüge? Ich dachte, du würdest noch immer in deinem Quartier ruhen. Eine willkommene Überraschung, wenn jetzt noch der Kristallexarch zurückkommen würde. Es war dieser Dämon, der ihn mit sich nahm, nicht wahr? Deine Freunde sagten, dass sie einen Hinweis haben, wo er sich aufhalten könnte. Erst als ich sah, was mit ihr passiert war, verstand ich, warum sie nicht sofort ausgerückt sind, um den Exarchen zurückzuholen. Es ist eine Tragödie, aber ich frage mich, ob er nicht vielleicht wusste, dass so etwas passieren würde. Bevor er nach Colusia ging, gab er mir diesen Schlüssel. Er ist für eine Tür im Okular, die zum Umbilicus führt. Eine Kammer in der Mitte des Turms, zu der niemand außer dem Kristallexarchen zugetritt hat. Er trug mir auf, nach seiner Abreise niemanden in den Turm zu lassen. Nur in dem Fall, dass Sündenverträge angreifen, sollte ich den Umbilicus treten und die Verteidigungsanlage aktivieren. Es war das erste Mal, dass er mir so einen Befehl gab. Ich hielt es für eine Vorsichtsmaßnahme für den bevorstehenden Kampf gegen Wall 3 und nahm den Schlüssel. Doch jetzt frage ich mich, ob das alles war. Er sah anders aus an dem Tag. Er machte ein Gesicht, als würde er das für ein schweres Schicksal, dass ein schweres Schicksal auf ihn wartet. Wenn du etwas weißt, dann sag es mir bitte. Was hat dir Kristallexarch vor? Warum seid ihr wirklich hier? Können wir auch nicht sagen. Wir haben noch nicht mal die Option. Entschuldige. Ich sollte diese Fragen nicht stellen. Wenn er nicht hier ist, um sie zu beantworten. Ich vertraue dem Exarchen. Und du bist bestimmt nicht hier, um meine Neugier zu stillen. Sag, was kann ich für dich tun? Oh, ich merke gerade, dass der Text von selbst auch weggeht. Bis jetzt habe ich aber gut vorgelesen, dass es nicht passiert ist, während ich lese. Verstehe, du hast selbst Fragen, die dir auf die Seele lasten. Ich denke, es ist an der Zeit, ein paar Antworten zu erhalten. Ich werde den Umbilicus für dich öffnen. Ich habe das Gefühl, dass es nur zum Besten des Kristallexarchen ist. So, wir müssen jetzt den Kristallturm nochmal machen. Viel Spaß. Aber ich habe gesagt, ich gehe mich abkühlen.